auf ihn loskommen, obwohl er wirklich was. Ich diskutiere gar nicht mit ihm. Ich kenne dich doch gar nicht. Projekt deiner einen Show. Aber das war die erfolgreichste Show aller Zeiten. Das ist der Gipfel. Ries, misch dich einfach nicht ein. Der weiß ja nicht, ob das Fake ist, die Dummheit. Oh, Annalena Baerbock. Angelika Bergbauer. Lieber ein Praktikum bei Claudia Obert. Ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr hier seid, weil ich heute Morgen noch prominent getrennt die neue Folge bei mir. Und jetzt Kampf der Reality Stars. Die Olympischen Spiele des Edeltrash. Alex Petrovic, den brauche ich hier nicht. Halt deine Fresse! Alex! Ja, komm mal her! Willkommen in der Freakshow. Wir sind immer noch in einem Prestige-Format. Brauchst du Sendungszeit? Nee, was für Sendezeit? Was für Sendezeit? Langsam wird's lächerlich. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier die stärkste Konkurrenz bin, was Sendezeit betrifft. Will mich ja neutral zurückhalten, klar. Aber allein diese Szene mit Maurice und Alex Petrovic. Ich liebe alles. Unser Löwe, der Maurice, hat ja zuletzt im Sommerhaus eindrucksvoll bewiesen, wie konkurrenzlos er in Sachen Sendezeit ist. Da hat jedenfalls niemand so lange für eine einfache Zahlenreihe gebraucht. Eins. Ja, Schatz, kannst du nie bis 20? Warte bitte jetzt. Eins. Digga, Alter. Für dich wird man dich schämen, Alter. Außer saufen und rauchen und die Frauen anbaggern, tut er auch mal was Vernünftiges. Geh dagegen jetzt. Halt doch einfach mal der Schnauze, Digga. Wer bist du? Das sollst du aus meinem Schnauze halten. Können wir nicht einmal die Fresse halten für Schnittbilder? Wie benehmt ihr euch denn? Wie arschgeil. Ich weiß, das Format viel härter, als man dachte. Eine Unterhaltung der absoluten Superlative. Alex ist mit am Start und dass er hier als Kandidat dabei ist, das kommt sehr gut für RTL 2. Immer wenn irgendwie die Stimmung zu kippen droht oder falls jemand sogar hier handgreiflich werden sollte, liest er einfach ja eines seiner Gedichte oder einen Liebesbrief vor. Jetzt haben wir hier Alex, Maurice und Kelvin und allein mit den dreien wird es ordentlich knallen. Aber wer sich natürlich am allermeisten über die drei freut, das sind die thailändischen Verkäufer von Polyester-Leopardenhemden und natürlich auch von Proteinshakes. Er ist weltberühmt als Sohn. Was ich hier zugesagt habe, muss ein schwacher Moment gewesen sein. Ich bin Bente Wag. In erster Linie kennt man mich über meine Mutter, eine bekannte Schauspielerin, Uschi Glas. Ich kenne gar keinen davon. Das gesamte Thema Sohn von, das hat bei mir, ja, gebe ich ehrlich zu einer Rebellion geführt. Ich habe von euch ungefähr 5 Minuten gesehen. Man könnte sagen, das ist grob fahrlässig. Spannend, dass ihr ausgerechnet den Ben als erstes einziehen lassen, weil da müssen wir schon sehr weit zurückgehen. Der hatte damals um die Jahrtausendwende wirklich mehr Skandalschlagzeilen in der Bildzeitung, als es Fotos von Markus Söder mit Bierkrug in der Hand gibt. Und ihr wisst, was das heißt. Beim Ben sagte er auch, er war ein Rebell. So kann man es natürlich auch nennen. Das ist sehr harte Drogen, Alkohol. Ja, ihr habt vollkommen recht. Ist erstmal so die Grundausstattung einer jeden Bild-Redaktionskonferenz. Aber für Ben ist es etwas, was er auf jeden Fall hinter sich lassen möchte. Und das ist natürlich stark. Hi! Freut mich, Tanja. Hallo, Tanja. Alter Schwede, was hast du dabei? Gold? Dschungelcamp. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Da habe ich ja meine Brüste Bacon 1 und Bacon 2 genannt. Ihr dürft gucken. Aber nicht anfassen. Extra Wurst, was immer das sein mag. Extra Wurst. Unser nagelneues Highlight. Muss irgendwas Positives sein, denn jeder wünscht sich doch irgendwie eine extra Behandlung. Das interessiert mich überhaupt nicht. Du hast viele Tattoos, ne? Überall? Ja, wirst du wahrscheinlich fast alle sehen. Und wo sind die, die ich nicht sehe? Und was steht da so drauf oder was ist da drauf? Hier rein. Raus. Vielleicht ein Name von einer Ex-Freundin, wobei nee. Let's play. Let's play. Tanja, also RTL 2 hat auf jeden Fall ein großes Talent dafür, längst vergessene Reality-TV-Sternchen irgendwo hervorzukramen. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Ist aber überhaupt gar kein Zufall. Vor jeder Staffel blättern sie die Bravo-Zeitschriften von ca. 1990 bis 2015 durch, um möglichst günstige Kandidaten zu finden. Und Bens Blick spätestens nach diesen Sätzen hier hinterfragt er, ob er nicht vielleicht doch irgendwo lieber im Strafvollzug sitzen würde, anstatt sich hier von Tanja nach seinen Intim-Tattoos befragen zu lassen. Nein! Nein, ist das Kevin? Nein! Doch! Kevin! Nein! Doch, zum Donner! Ich kenne niemanden. Wenn ich wirklich sehr emotional... Oh, ui! Gott, schneid das bloß nicht rein. Ich dafür, dass das so ein Prestige-Format ist, seid ihr sehr schlecht vorbereitet. Aber beruflich muss das auch da rein. Mach gar nichts. Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich. Ich kann mich gerne in 3 Buchstaben beschreiben, das ist tough. Delle am Helm. Stark. Das Wort hat aber 4. Oh mein Gott, dabei bin ich doch eigentlich so schlau. Kevin ist da, hat auf jeden Fall ein gutes Händchen für Drama. Ja, ist so ein bisschen männliche Desiree Nick. Ach, jetzt reicht's aber. Natürlich auf Wish bestellt.
Kann aber auf jeden Fall für gut Drama sorgen. Der sagt ganz klar, die Sendezeit sucht den Kevin. Sehr gut möglich. Der Verband der Ohrenärzte sucht ja auch immer Tanja auf, weil es bei ihrer Lautstärke immer sehr viele neue Patienten gibt. Also hier vorne bei den Stechmücken möchte ich nicht pennen. Komm, wir gehen bei die Schränke. Komm bei mich, mein Schatz. Ich warte doch nicht, bis alle da sind, dass sich dann alle wie die Piranhas auf die Betten stürzen. Und ich bin dann der Letzte, der am Rand schlafen muss. Auf gar keinen Fall. Nicht mit mir. Also jetzt gibt's ja mal ein bisschen Alkohol. Ach, geh nicht. Hat das einen Grund, warum du keinen Alkohol trinkst? Weil ich in meinem Leben für 3 Alkohol getrunken habe. Oder für 4 oder 5. Was passiert, wenn du trinkst? Da kommt ein Boot. Ich bin draußen, was Koffertragen angeht. Jeder Mensch kann mal irgendwie in eine Scheißsituation geraten. Und da rauszukommen, das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst daran. Und das dann auch zu halten, wirklich super. Er sagt ganz klar, ich habe in meinem Leben für 3 andere mitgetrunken, will ich nicht mehr. Und er lässt es jetzt einfach sein. Das ist ziemlich reflektiert. Heidi Klum ist für ca. 100 Menschen bösartig und sie hört trotzdem nicht mit GNTM auf. Ich bin Noah, die meisten kennen mich wahrscheinlich von Barbara Salisch, da war ich beim Publikum. Halt die Klappe! Die anderen kennen mich wahrscheinlich von TikTok. Ich hatte einfach jetzt über ein Jahr einen Einkaufswagen in meiner Wohnung stehen. Das war mein Kleiderschrank. Ich finde krass, weil das auch irgendwie ein bisschen viel Verantwortung mitbringt. Du bist irgendwo ja auch eine, wie nennt man das, nicht Respektperson, eine Vorbildfunktion. Scheiße, jetzt bin ich irgendwann die einzige Tuse hier. Mal hingefallen, so ganz, natürlich ein bisschen Sendezeit generieren, am Anfang ist ja klar. Wer ist hier von euch extra Wurst? Ich kenne viele Würste, aber so eine Wurst habe ich noch nie kennengelernt, auch von den Dimensionen, ja. Ich hätte auch gerne so eine Riesenwurst. Ein vollgestellter Einkaufswagen in der Wohnung. Ja, da sieht man aber einfach mal, wie sich die Zeiten ändern. Heute wirst du mit sowas berühmt, während du früher nur das Team Messi vor der Tür gehabt hättest. So, es geht sofort weiter. Road to 180.000 Abonnenten, das schaffen wir doch zusammen, oder? Deswegen jetzt direkt den Abo-Button klicken. Prominent getrennt, Kampf der Reality-Stars und. Dann verpasst ihr nichts. Das ist Elsa. Wer ist Elsa? It's time Elsa Show. Und das so. Mich nimmt man so wahr, Zündschnur, Ghetto-Braut, asozial. Wo er mich kennt, aus Germany's Next Topmodel und aus Foster's Rampensau Germany. Ich hab das gerade das Sagen hier. Einfach weiterreden. Okay. Hältst du jetzt deinen Mund? Weiterreden. Hältst du jetzt deinen Mund? Red einfach weiter, dann sind wir schneller fertig. Ich gehöre da rein, ich bin für Drama gemacht. Punkt. Ich kann auch richtig Gas geben. Kann ich auch, aber ich gucke auch gerne dabei zu. Ist genauso wie man Sex. Man hat gerne Sex, aber man guckt auch gerne mal bei Sex zu. Es ist so ein bisschen künstlich, sie hat eine schlechte Aussprache und sie sucht Aufmerksamkeit. Ist also überhaupt gar kein Wunder, dass Kathi Hummels sie erstmal nicht mit dabei haben wollte. Sie hat nämlich einfach Angst, dass Elsa die Sendung im kommenden Jahr moderiert. Elsa am Forsthaus Rampensau. Sie hat sich mit Gina Lisa angefreundet, mit Flocke geflirtet und mit dem Sam Dylan komplett zerstritten. Mit Elsa in einer Sendung ist es genauso, wie wenn man sich auf meine Wegbeschreibung verlässt. Es kann in alle Richtungen gehen. Elsa war am Forsthaus Rampensau ja schon mega gut. Ich verlinke euch hier nochmal die komplette Staffel. Ihr müsst das sehen. Wo ist der Wiener Akzent? Ich liebe Wiener Akzent. Was ist Euda? Das ist Prollsprache. Sag mal, was ist Euda? Servus. 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 Oder bayerisch ist das. Aber Falco kennst du noch, ne? Was ist das? Was? Kommst du meine Wunde küssen? Oh, hier sind ja wieder echte Nobelpreisträger am Start. Was? Was ist das? Egal, kennst du Rumi Schneider? Nein. Ist das Mr. T? Das wäre zu krass. Es ist keine Fight. Der andere oder andere kennt mich oder das Schwatten aus Späßjung. Angefangen das Ganze, auf dem Acker stecken geblieben. Ja, und dann habe ich mein Handy rausgeholt. Ja, nun seht ihr hier, Bugbase. Es ist über Nacht einfach viral gegangen. Ja, ich weiß, viele Fragen. Sag mal, reicht es aus, ein virales Video zu haben, um ja, Kandidat in einer Reality-Sendung zu sein? Ja, das sollte er nicht wundern. Mario Barth hat ja auch nur einen Witz und geht damit seit Jahren auf Tour. Kommt mega sympathisch rüber. Keno verdankt seine Teilnahme einem Überraschungserfolg. Das ist bei Kevin auch nicht anders. Bei ihm war es auf jeden Fall aus Sicht einiger aus der Queer-Community sehr überraschend, dass man ihn nach all den Schikanen bei Charming Boys nochmal in ein anderes Format eingeladen hat. Ich würde es nicht als Lästern bezeichnen, ich würde es eher als Moderieren bezeichnen. Ach so, ja natürlich. Keno. Keno, 4 Wörter. K-E-N-O. Interessante Leute hier, ich kenne da gar keinen von, aber ist gut. Was ist das denn? Ist das deine? Du hast es doch in der Hand gehabt. Hast du was gefühlt, was nee, da drin war? Weich einfach. Ist nicht hart. Vielleicht musst du reiben. Ein Genie in der Bade. Und dann wird's immer härter. Na, Ben, gefällt's dir bei uns? Man hat das Gefühl, dass das
an sich das wie eine völlig eskalierende Geburtstags-Hochzeitsfeier ist. Und man hat an sich auch den Eindruck, dass alle irgendwie drauf sind. Ich lebe für Bens toten Blick hier. Alle um ihn reden hat einfach nur wirres Zeug, sind ruhmsüchtig. Und die Zeit vergeht sehr langsam. Das kennt er natürlich sonst nur von den Fernsehfilmen seiner Mama Uschi. Ja, ich finde es so witzig, die kennen sich alle komplett untereinander. Ja, ich bin da raus. Trivia. Ach so. Das wird jemand sein, den ich nicht kenne. Mal wieder. Man kennt mich von Germany's Next Topmodel. Letzten Endes muss man sagen, durch die Hochzeit, das kann man jetzt halten, wie man will, war es trotzdem mein Finale. Meine erste Beinverlängerung war in den Oberschenkeln. Ich würde es heute nie wieder machen. Fairerweise, Theresias Idee war es nicht. Ja. Oder wir reden halt einfach auf Augenhöhe. Das sind ja Kinderbetten, so für Säuglinge. Ja. Für dich zu schmal. Zu groß. Dann macht euch doch ein Doppelbett. Theresias Hochzeit im GNTM-Finale war wirklich cringe im Superlativ. Besonders Thomas Gottschalk saß mit einem völlig verstörten Gesicht daneben, das er sonst nur auflegt, wenn er Songs von Shireen David hört. Das wird jemand sein, den ich nicht kenne. Mal wieder. Kevins Mama, wenn wieder eine neue Frau am Küchentisch sitzt. Kevin! Ja, wer ist Dolly? Ich bin's, Valencia! Ach, Valencia! Nee. Früher, wo ich schwul war, habe ich ihn gehasst, weil Valencia sehr neidisch auf meine Figur war. Sie musste sich halt immer irgendwas absaugen lassen, optimieren lassen. Und ich bin halt einfach von Natur aus so schlank. Lester. Lester ist immer gut. I love it. Thank you, that's for you. Valencia. 20 Euro, damit können die gar nichts anfangen. Here, thank you, that's for you. Sie hat mir direkt ihre gefälschte Tasche in die Hand gedrückt. Tu nicht so, morgen hast du nichts mehr. Tanja. Du weißt, wir kennen uns doch, Indira. Hä? So viel Schönheits-OPs habe ich jetzt auch nicht. Und sie hat da auf dumm getan. Also ich liebe schon mal ihre Attitude, aber boah, bei Valencia, da muss ich schon echt lange überlegen, woher man die so kennt. Sehr gute Idee mit der Kohle. Ich mag das immer, wenn sich Leute da Gedanken drüber machen. Und ja, also immerhin kann sie noch ein bisschen was an die Bootsleute verteilen, weil bei den meisten hier ist ja ein Portemonnaie genauso Ebbe wie in Kevins Hirnarealen für Empathie. Nicht mit mir. In meiner Bauchbinde, ich möchte da gern, dass da auf 29 gezogen draufsteht, weil mein Schönheitschirurg sagte, ich würde jetzt wie 29 ausschauen. Die Stirn abgeraspelt, Jochbein abgeraspelt, die Nase dreimal gebrochen und kleiner gemacht. Dann wurde ein Cat-Eye-Lifting gemacht. Dann habe ich Silikonimplantate in den Wangen. Dann habe ich einen Facelift machen lassen. Ein bisschen Botox und ein klein wenig Filler. In den Lippen habe ich Implantate. Also ganz normal Düsseldorf. Schwanz würde ich niemals abschneiden und kann die gewissen Nischen abdecken. Das ist lukrativ. Ich würde auch gerne meine eigene Million machen, aber leider fehlt mir das nötige Talent. Von daher ist meine Option ein Mann. Du musst Multimillionär sein, weil ich hatte ja schon 3 Millionäre. Ich mache dich vom Multimillionär zum Millionär, das schwöre ich dir. Eieiei, das ist meine Liste an OPs. Und ja, deswegen befindet sich bei ihr im Gesicht eben so viel unbewegliches Material. Ist im Übrigen auch mein Spitzname seit dem Homeoffice. Wichtige Info, das ist wirklich keine Maske, die sie da auf ihrem Gesicht trägt. Das ist ihr Gesicht. Leider ist es halt so voller Hyaluron und Make-up, dass ihre Mimik genauso eingefroren ist wie die Konten von Galeria Karstadt Kaufhof. Die Tanja ist mit Vorsicht zu genießen. Da weiß man nicht, ob das Fake ist, die Dummheit, oder ob das echt ist. Mir kommt es an sich so vor, wie wenn sich hier eine Art Club trifft, die sich mit Dingen beschäftigen, aber keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wovon. 1, 2, 3, 4, ich bin eine der Ersten, die hier einzieht. Nee, bist du nicht. Sonst wären wir ja noch nicht hier. 1, 2, 3. Mein Management hat mir gesagt, dass ich ein anderes Bett habe, ein größeres, ein schöneres. Aber ich habe diese Vereinbarung nicht schriftlich gesehen. Hoffentlich hat er mich nicht verarscht. Ich habe aber ein Doppelbett im Vertrag. Dafür habe ich doch ein Management. Dem vertraue ich doch, dass er das liest. Der Florian hat doch damals auch den Ehevertrag einfach unterschrieben, wo ich ihm gesagt habe, er ist in Ordnung. Lieb ich sehr, wenn Menschen da ironisch sind. Eigentlich ging es nicht nur um ein größeres Bett. Sie sollte auch eine eigene Toilette bekommen und auch noch weitere Annehmlichkeiten. Ist halt nur ein bisschen blöd, dass ihr Management aus Anne-Marie Eifels Freund Tim Sand besteht. Und seine Bürozeiten sind ja immer freitags von 13 Uhr bis 13.05 Uhr. Und in der Zeit hat er es leider noch nicht mal geschafft, sich um einen Rückflug für sie zu kümmern. Was für eine Ratte! Ja, jetzt kommt wieder ein Player. Ja, mein Vater so seinen Geist an. Macht ja auch so eine Musik mit so diese Kämpfermusik. Du bist der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du nochmal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Wenn dir einer im Weg steht, dann räumst du den weg wie das, das Wasser am Sand. Was denn? Scheiße? Ja. Also erstmal eine Frechheit, dass ich mich noch vorstellen muss. Aber ich bin der Maurice. Ich würde sagen, nach Sommerhaus so ist Maurice halt ein Begriff. Maurice ist ein Löwe. Ich wurde von Kriegern erzogen, meine Eltern, mein Papa. Ich bin stolz drauf.
Nimm das, was ihm zusteht. Na, nee, da trinke ich lieber was. So wie der mit der Ricarda umgegangen ist, sag ich dann. Geschieht ihm wirklich recht. Da hatte Maurice definitiv vor seinem Einzug schon so ein richtig gutes Image. Oh Gott, Leute, der Typ macht mich jetzt schon verrückt. Die Redaktion war übrigens sehr, sehr überrascht, weil Maurice hat den Spiegel selber mitgebracht. Der Maurice hat ihm nämlich gesagt, er bringt ihn seinem besten Freund mit. Eier. Oh mein Gott, da kommt die nächste Welle, Elsa. Sorry, Maurice. Kann doch nicht sein, dass ich... Alles fit? So, der Maurice ist nicht so schnell unterzukriegen. Muss einer von euch oft auf Klo nachts? Ich zweimal. Sag mir einfach Bescheid, wenn ihr müsst. Ich muss eigentlich immer an. Ich studiere IDM abgekürzt. Ja, von dir hat man nicht so Gutes gehört, ne? Oder gesehen. Du warst ja nicht besonders nett. Sommerhausleute sind ja immer hier, um sich etwas aufzupolieren. Das weiß man hier aus anderen Staffeln. Und in dir fühle ich mich so klein, das gefällt mir nicht. Chauvinismus. Nach dem Motto, ja, der Mann muss doch über der Frau stehen. Was man bisher nicht wusste, Maurice und Manni Ludolf sind richtig gute Freunde. Und Manni hat sogar probiert, vor der Sendung ihm so ein paar Tipps am Telefon zu geben. Aber die beiden haben bis heute nicht verstanden, was der jeweils andere gesagt hat. Maurice kann sein Studienfach nicht richtig aussprechen. Kann schon passieren, wenn man den Hörsaal zuletzt gesehen hat, als man nach der Immatrikulation vom Red Bull Promo-Team da irgendwie eine Gratisdose abgeholt hat und seitdem einfach nie wieder gekommen ist. Oh nein, ich lese ja so gerne. Nichts, mach doch, Mann. Verdammt nochmal, Valencia, bitte. Mach's doch nicht so unspannend. Ein Reality-Star hat die Chance auf einen heiß begehrten VIP-Status. Ich brauche immer eine Extrabus in jeglicher Hinsicht, meine Lieben. Ich bin kein VIP, ich brauche keinen VIP-Status. In meinen Augen kannst du hier keinem vertrauen. Wer ist für Kino? Ich bin für Kino. Mit der Extrawurst bist in dieser Sendung safe. Doch dafür musst du goldene Extrawurst zu jeder Zeit mit dir tragen. Also alles hier mit Brechung gemacht. Dummheit schützt vor Dings oder so. Unwissenheit. Du sagst, dass ich dumm bin? Nein. Unwissenheit schützt vor Dingens nicht. Maurice, König der verdrehten Sprichwörter. Wobei er da auch schon so ein bisschen recht hat. Man könnte für Reality-TV auch mal so ein paar umformulieren. Zum Beispiel sowas wie, wenn sich zwei streiten, freut sich der Abmahnanwalt. Oder Morgenstund hat Korn im Mund. Bei Rückfragen einfach mal. Nico Legert drüben bei Prominent getrennt fragen. Hier die brandneue Folge von heute Morgen. Wie er sich lallend wirklich bis auf die Knochen blamiert. Müsst ihr sehen, merkt euch das für später. Schatz, ich möchte mich kurz abschminken, ja? Ach so, oh, das dauert länger. Bitte? Das wird rotsch, ja? Mit Seife gemacht, mit 5 Minuten abgeschminkt. Oh, das ziehe ich nach dem Abschminken auf, dass ich nicht ungeschminkt gefilmt werde. Wie kann man dann sein ungeschminktes Gesicht am besten verdecken? Herrgott, noch mal sind die Weiber dumm. Aber dann habe ich auf einer Online-Plattform diese Maske gefunden. Aber das stelle ich mir heftig vor, die ganze Zeit mit der Maske fern. Ja, das ist mir scheiße. Es bedeckt alles, was scheiße ist im Gesicht. Schatz, dein Ernst? Zeig. Nee, ich muss meine Sonnenbrille holen. Das ist ja wie bei Hannibal Lecter. Ja, am meisten hat sich natürlich der Ben über die Maske erschrocken. Jetzt nicht, weil sie so schlimm aussieht. Er hat einfach nur befürchtet, sie müsse sie tragen, weil sie die Hautcreme von Uschi Glas benutzt hat. Sie setzt die Maske auf und läuft dann so aufmerksamkeitserhaschend rum, dass sie bloß nicht gesehen werden möchte. Da kannst du auch aus Angst vor der Polizei angehalten zu werden mit 120 Stundenkilometer am Revier vorbeirasen. Was ich noch zu sagen hätte. Ach, da kann ich auch diese Maske endlich abziehen. Mit Maske wäre das nicht passiert. Wie kann ich mich so wenig wie möglich ungeschminkt zeigen, dass der Zuschauer auch einen Reality-Star sieht, weil sonst sieht er einen desolaten Gescheiterten. Da kommt jetzt jemand. Krass, oder? Also ich wusste zumindest nicht, dass es in diesem Jahr ein Exklusivspezial mit Frauke Ludowig live aus der Sala gibt. Die produzieren die Sendung einfach so extrem gut. Und irgendwie so mit der Maske sieht Valencia aus wie ein Gesicht ohne Mimik und mit viel zu großen Lippen. Das ist eigentlich aus juristischer Sicht nicht tragbar. Mal angenommen, sie macht das jetzt nicht für Sendezeit. Dann wäre es natürlich schon echt hart, wenn man so unsicher mit sich selber ist, dass man sich wirklich nur mit Maske zeigt. Was ist denn das für eine unfreundliche Kuh? Die winkt ja noch nicht mal. Ja, Bruder, ist Cecilia. Ist auch nicht gut, auf mich zu sprechen, glaube ich. Ich habe mich für eine andere entschieden. Du weißt, Frauen sind nachtragend. Wenn du einmal verkackt hast, beziehungsweise mir Frauen sehr nachtragend. Ich bin Cecilia. Ich bin jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber ich habe soziale Intelligenz, weil ich kann sehen, wer falsch ist und wer nicht. Hast du mich gerade angeschrieben?
Wenn man mir Vollidioten da reinstellt, dann ist ja klar, dass ich da manchmal ausraste. Ich mag ja, wenn Leute hier sind, die nicht ganz, sag ich mal, normal sind. Ne? Wann warst du das letzte Mal in der Uni? Boah, hör mal, das ist schon ein bisschen was her. Aber aufgrund, ne, was ich mache. Arbeiten gehen? Cecilia liebe ich sehr in Reality-TV-Formaten. Also rückblickend kann sie auf jeden Fall froh sein, dass der Kelch an ihr vorbeigegangen ist und dass Maurice mit Ricarda zusammengekommen ist und nicht mit ihr. Das war für sie auf jeden Fall eine glückliche Fügung des Schicksals. Oder wie norddeutsche Weinbauer sagen, die Geburt von Claudia Obert. Das ist Kelvin. Das sehe ich schon. Hallöchen. Ich bin Kelvin. Mein Bodycount, wie hoch der ist. Boah, mit Puppe oder ohne? Ey, Puppe! Ich werde Reality-Star des Jahres, weil ich einfach, also ich werde Reality-Star des Jahres, weil ich bin ich so. Kann man schon eine Scheibe abschneiden? Oder ab, ich weiß nicht das Wort. Der erste Eindruck zählt uns. Fetten raus. Ey, das ist so wellig, Alter. Der Mo und ich, wir wohnen bald noch bei Mutter so mäßig so. Und meine Mutter haben einen Koffer gepackt oder so, weißt du? Echt? Meine Mutter hat auch meinen Koffer gepackt. Ehrlich? Aber das macht die nur, weil der gefällt nicht, wie ich das packe. Kelvin ist halt einfach der Urvater des Trash-Reality-TVs. Und das ist der Unterschied zu Ben. Kelvins Mama packt die Koffer, Bens die Unterlagen für die Unterlassungserklärung zusammen. Als ich irgendwann herausgestellt hat, ja, die beiden sind hier in einem Format, hat RTL 2 natürlich wirklich alle geeigneten Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Heißt, sie haben vertraglich festhalten lassen, dass sie keinen Unterhalt oder andere Ansprüche für Kinder bezahlen müssen, die in der Show gezeugt werden. Euer Starleben droht an Komfort zu verlieren. Nun müsst ihr beweisen, dass ihr euch gegenseitig kennt. Vielleicht muss man gut lügen. Ey, geil, Alter. Hi, Claudia. Wir haben 100 RTL 2 Zuschauende zu euch befragt. Wenn ihr versagt, werden Toilettenbesuche in nächster Zeit eine Herausforderung der anderen Art. Bodenlose Frechheit. Das ist halt einfach Abkack. Mit wem würde man gerne intim werden? Kelvin, 100%. Nein, Mann, Kelvin nicht. Cecilia ist eine Bombe. Mit Kelvin war ja schon fast jeder intim. Ich noch nicht. Was? Ich hab halt den geilsten Charakter. Darauf kommt's an. Für Kelvin wäre natürlich die Schließung der Toiletten eine Vollkatastrophe. Wo bitte soll er denn hier sonst Knickknack machen? Es gibt ja hier leider keinen Boom-Boom-Room. Also, ein Toilettengang der besonderen Art. Aha, aber völlig egal, wie das Spiel hier ausgeht. Der Klogang wird immer gelingen, wenn Maurice einen bittet, ihn Daddy zu nennen. Tipp von Ricarda. Er könnte ein Praktikum bei Annalena Baerbock absolvieren. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Annalena Baerbock sollte doch wohl jedem ein Begriff sein. Außenministerin? Gut geraten. Ich sage Kelvin. Ich sage bei Kelvin. Maurice, sorry. Nein. Die Frage Angelika Bergbauer, die grüne Frau da. Maurice ist zu männlich, oder? Wegen Gendern und so. Ich weißt du? Kelvin. Wer hat denn da Bock drauf so? Dann mache ich lieber ein Praktikum bei Claudia Obert. Wer ist für Maurice? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Guck mal, Politiker müssen gut reden können. Und ja, kann gut reden. Kannst du nicht? Ich wette meine Gage sogar da drauf. Maurice, du kannst es nicht sein. Ihr seid eine Frechheit. Also ist es Kelvin. Du kannst meine Außenministerin werden. Im Oral Office. Angelika Bergbau, wer kennt sie nicht? Kelvin als Praktikant im Außenministerium wäre auf jeden Fall ein krasses Karrieresprungbrett für ihn. Der hätte garantiert nach einem halben Jahr so viele Anzeigen im Hals, dass er danach problemlos Präsident der USA werden könnte. Wer ist die größte Lachnummer und liefert am wenigsten Substanz? Was ist Substanz? Ja. Substanz, wenn du halt... Substanz ist halt, dass du nichts im Hirn hast. Und dein Gehirn wahrscheinlich in allen Substanzen schwimmt, aber nicht in deiner Hirnhautflüssigkeit. Komm, wer ist du, Maurice? Warte mal, aber sie hat ja auch ein bisschen verkackt. Nein. Ja, aber das hat ja kein Guck. Bist du doof? Ich glaube, der hat einfach so eine Tapete da drüber geklebt, über seinen Spiegel, weil der hat ein komplett verzerrtes Bild von sich selbst. Ja, Maurice, du lieferst ja auch ab. Ich hab inhaltslos, aber ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann, Maurice. Dankeschön. Aber irgendwas musst du ja auch mal gewinnen. Wenn der Ronaldo auf dem Platz steht, ne, und die ganzen Fans pfeifen, der Ronaldo, der scheißt da drauf. Jetzt wollen die uns also hier weismachen, dass die 100 Leute gefunden haben, die dazu stehen, dass sie RTL 2 gucken. Und Noah muss sich überhaupt gar keine Sorgen machen, dass er nicht gewählt wurde von den 100 Leuten. Alle 100 sind ja immerhin RTL 2 Zuschauer und die dachten natürlich bis zum Schluss, er wäre Teil des Produktionsteams. Maurice ist aber echt vom anderen Stern, stolz drauf zu sein, wenn man zur größten Lachnummer gekürt wurde. Fernsehen aus zeigiger Wissen. In ProSieben-Kreisen hieß das damals The Next Uri Geller. Leider war eure Wahlbeteiligung ein Griff ins Klo. Ihr müsst nun stets gemeinsam auf die Toilette gehen. Dabei müsst ihr 5 Mal euer Durchschnittsalter
also 155 Jahre, erreichen. Wo bleibt denn die Privatsphäre hier? Ja, Kloausweis wie im Knast, Alter. Stopp, stopp, stopp! Da steht nicht mein wahres Alter drauf. Warum hatte ich denn ein Fragezeichen da drauf? Weil du auch nicht weißt, wie alt ich bin. Doch, du bist 41. Wie bitte? Valencia hat sich ohne Witz vertraglich garantieren lassen, dass ihr wahres Alter niemals genannt wird. Alle Klogänger müssen jetzt also auf mindestens 155 Jahre kommen. Also einfach auf das Alter von Maurice' Ansicht über Frauen. Ey, ich muss so pissen. Nee, ich geh ins Pool. Du kannst nicht im Pool pinkeln. Ich bin 19, ich darf das. Aber nicht in so einem kleinen, wo wir jetzt alle so drin chillen. Ja, weißt du? Ich bin so scheiße. Ich rechne jetzt einmal durch. 31, 22. Passt, ihr könnt. Mit Seife schadet nicht, ne? Was? Mit Seife schadet nicht. Digga, mein sauber. Was, da riechst du mit Seife, Desinfektion so? Weil du so den Schwanz angefasst hast? Schon mit Seife, ja. Eigentlich nie. Eigentlich darf die Hand nie wieder gewaschen werden, die mein angefasst hat. Kevin übertreibt jetzt natürlich ein bisschen. Zwar dürfen die Menschen, die sein bestes Stück angefasst haben, sich die Hände waschen. Allerdings halt wegen der Infektionsgefahr 2 Wochen lang nur noch mit Desinfektionsmittel und Cortisonsalbe. Also, ist auf jeden Fall interessant, dass Kelvin vom Prinzip Händewaschen bisher noch nichts gehört hat. Ich weiß jetzt auch nicht, aber es ist irgendwie so eine Info, die vielleicht besser im Verborgenen geblieben wäre. Zum Beispiel auf den Darknet-Seiten, auf denen Valencia ihre Maske gefunden hat. Jetzt macht den Käfer an ihr Gesicht. Ich kann. Ja. Kralli liebt mich. Ja. Kralli liebt mich. Sie ist dafür bekannt, dass sie so oft cringe Momente hatte. Mit ihrem Kuscheltier gelabert. Die ist doch, nee, das ist doch... Ach, nein. Er liebt mich. Sag Kralli. Ich bin seine Mama. Das Gefühl zu spüren, wie sie diese kleinen Beinchen sich so leicht in die Haut einmassieren. Oh, ihr seid verrückt. Dieses Tier zeigt so viel Emotionen und so viel mehr als das, dass er von vielen nur als Käfer abgestempelt wird. Er winkt, er winkt. Lieber ein Käfer im Gesicht als Kelvins ungewaschene Klohände. Dass Theresia glaubt, dass der Käfer viel Emotionen hat, das ist natürlich nicht verwunderlich. Nach so ein paar Stunden mit den anderen Botox-Gesichtern hier zusammen kommt einem das ja sogar so vor, als hätte der Spülschwamm mehr Mimik als jeder einzelne Kandidat hier drin. Ist Kelvin Klein deine Marke? Kelvin Klein ist nicht meine Marke. Okay, welcher hab's mal gedacht. Oh, Achtung, ganz wichtig, dass er kein multimillionenschwerer Designer ist. Das muss Kelvin dringend sehr schnell klarstellen. Sonst wird der Valencia niemals los. Wer kassiert die stolze Siegerprämie von 50.000 Euro? 2 Wochen Millionärs-Lifestyle. Gibt ja steuerfrei, zack, ab. Was glaubt ihr, wie prominent ihr wirklich seid? Ich sehe mich im hinteren Feld. Valencia, dann klar, danach ganz ruhig. Ja? Das ist das Ende der Welt. Das ist jetzt nicht Monopoly oder Wer wird Millionär? Ich würde jetzt Theresia nehmen. Aber ich habe im Finale von G&GM geheiratet. Deine Hochzeit war wirklich so ein ja, kulturelles Ding, Moment. Ich glaube, mein Blick sagt alles. Maurice steckt sich eben seine Ziele neu und will jetzt einfach der berühmteste Reality-TV-Star werden. Völlig klar, er hat natürlich auch schon Valentina angerufen, ob sie ihm nicht vielleicht einfach mal helfen kann. Das Doofe ist halt, die ist gerade viel zu sehr damit beschäftigt, ihrem Chan Sitz, Platz und Gipfötchen beizubringen. Mach mal erstmal Elsa. Ich sehe mich auf den ersten Platz, ganz einfach. Die Ziele war auch ein Dschungel, Digga. Lass sie erstmal machen. Nein, auf gar keinen Fall, Maurice, auf 2. Nein! Ich bin vor Maurice, ist mir scheißegal. Auf gar keinen Fall. Schau mal, Mutter, nie im Leben. Ist mir scheißegal, komme, was wolle. Egal, ob es sogar stimmt. Ich will meine Karte vor ihn haben. Weg, weg. Verpiss dich mal immer mit Maurice weg, Alter. Halt's Maul an. Muss vor Cecilia sein. Ist scheißegal, welcher Platz. Mit deiner einen Show, wo Valentina dir geholfen hat, nicht aus eigener Kraft, hast du es niemals geschafft. Ohne Ricarda wärst du niemals da gelandet. Ohne Ricarda wirst du niemals landen. Ob du hier bist oder nicht, das wird eh bei der Ausstrahlung nicht auffallen. Ja, ja. Ah, nervt ihn jetzt natürlich, dass viele denken, er wurde wegen Ricarda und Valentina bekannt. Ist aber ja auch nicht wahr. Wenn man an Maurice denkt, fallen einem natürlich direkt seine peinlichen Selbstgespräche ein und dass er Cola aus einer Schüssel im Sommerhaus getrunken hat. Das muss ich schon sagen, das finde ich gut an Kevin, dass er Dinge ausspricht, die sich hier wahrscheinlich doch viele denken. Er sagt, Maurice ist nur wegen Valentina bekannt. Und das sagt er, der bei den Charming Boys viele andere wirklich ziemlich hart, ich sag's mal liebevoll, gepiesackt hat. Wenn es darum geht, sich nur auf dem Rücken anderer zu profilieren, dann sollte Kevin genau das gleiche machen, was auch Valencia mit ihrer Maske macht, wenn die ersten Zentimeter ihrer Make-up-Schicht anfangen zu schmelzen. Sich eher so ein bisschen bedeckt halten. Aber das war die erfolgreichste Show aller Zeiten, ne? Dankeschön. Dafür. Aber doch nicht wegen dir. Klar, ich war auch Teil davon. Du wirst sowieso verlieren gegen mich. Nicht wegen dir. Was laberst du denn natürlich da? Natürlich. Fun Fact, bis zu Valentinas Auszug war es wirklich eine erfolgreiche Staffel. Danach hat sie leider nicht mehr funktioniert
Und das, obwohl Löwe Maurice mit dabei war. Frechheit. Nie im Leben, bei Gott nicht im Leben. Wollen wir das jetzt umklappen? Okay, ja. Ich komme mir vor wie im Kindergarten, ohne Scheiß. Es geht hier nicht um Menschenleben. Ich als Neuser denke mir einfach nur lächerlich. Das ist jetzt nichts Persönliches. Das ist einfach ein Aber das ist ja eine Show. Du musst es ja ein bisschen so sehen. Ja, das ist halt eine Reality Show. Du kannst nicht, warte, verdammt, kurz, ich rede kurz. Du kannst nicht die verdammte Wand anschauen und einfach sagen, ey, ja, kannst du ja nicht. Ja, Elsa ist ja, sagt ja selber auch, dass sie hier und Konfrontation zu suchen. Also, Keno war offensichtlich wirklich noch in keinem anderen Reality-Format. Du kannst doch keine Konfrontation mit einer realistischen Sicht auf die Dinge einfach kaputt machen. Es ist also gar kein Wunder, dass Elsa aufspringt und sich genau ihn jetzt zum Streiten aussucht. Er ist halt einfach nur nicht so abgebrüht wie alle anderen und damit ein leichteres Opfer als Maurice für Alpha-Coachings. Sag mal, ist das geil, oder? Wir alle zugeben, dass die Streitereien im Reality-TV einfach völlig sinnlos sind. Also ich bin auf jeden Fall bekannter als du. Doch, scheißegal, wer bekannt ist. Jetzt mal beruhig dich. Maurice sehe ich an zweiter Stelle, Kelvin sehe ich an erster Stelle. Euch allen anderen kenne ich euch nicht. Okay. Aber warum hast du denn nicht gerade? Wollen wir mal weitermachen? Ich hab dich nur einen Bild hast du nicht anders ausgegangen. Ja, ich rede doch mal nicht. Ich rede doch mal nicht. Hey, okay, jetzt hast du Bock. Du musst auf ihn loskommen, obwohl er wirklich was Sinnvolles gesagt hat. Ich hab doch ganz normal was gesagt. Nein. Ich diskutier gar nicht mit ihm. Ich kenn dich doch gar nicht. Hallo, Ruhe! Du meinst, den Oberpascher zu spielen? Nein, Mädchen, du bist es nicht. Merkst du meinen Namen? Nein, merkst du meinen Namen? Elsa, und dann wirst du mir echt. Elsa, schön, dich kennenzulernen. Elsa, ein Wunderland, oder was? Ja, aber nur auf jeden Fall. Nachdem er jetzt hier bei dem Streit zwischen Elsa und Cecilia sitzen musste, hat er echte Schäden davon getragen. Aber als Influencer ist er natürlich ein guter Geschäftsmann und ist ab sofort das neue Werbegesicht von Kindhörgeräte. So, und das Ding ist ja wirklich, Elsa lässt erstmal alle anderen alles machen und wenn dann halt alles feststeht, fängt sie an zu schreien und findet alles blöd. Sich einfach wirklich viel zu spät in die Diskussion einschalten und dann auch so, ja, semi weiterhelfen. Es ist natürlich vollkommen klar, dass unser lieber Olaf Scholz sie direkt in sein Wahlkampfteam geholt hat. Übrigens, der hat deswegen nur nicht so viel Zeit für seinen richtigen Job, weil er gerade bei Schwiegertochter gesucht ist. Könnt ihr hier über die Infokarte sehen? Dass deine Eltern überhaupt erlaubt haben, dass du hier reinkommst, mussten sie bestimmt eine Einverständigung unterschreiben. Da dachte ich mir schon, Mädchen, wer bist du? Ja, mit mir hallo. Ich bin den Teufel angelegt. Glaub es nicht. Ja, sag es mir doch. Frauen sind kompliziert. Frauen, boah, mein Papa sagt immer wie ein Buch. Findet nie ein Ende. So. Wir wissen nicht, was da bei den beiden im Kopf vorgegangen ist. Wie so ein Buch, das man erstmal lesen muss, bevor man zum Schluss kommt. Ich bin auf dem letzten Platz gelandet. Kann nur daran liegen, dass die Leute einfach mein Gesicht nicht erkannt haben. Ja, ouch. Applaus für Cecilia. Cecilia. Ein wunderschönes Gefühl, vor Cecilia zu stehen. Karma is a bitch. Der bekannteste Reality-Star in der Sala ist... Das ist auch voll in Ordnung. So, ich kann mit einem zweiten Platz da leben. Ja, Frauen sind wie ein Buch. Damit meinte Maurice Papa eigentlich jetzt nicht, dass sie irgendwie kompliziert sind. Es war eher eine Warnung, nämlich, dass es zwischen ihm und einer Frau niemals klappen wird. Ey, der Kerl, ne? Sagt er hier, Frauen sind kompliziert und endlos wie ein Buch. Nicht kompletten, selbstbezogenen Müll zu reden, ist für ihn einfach genauso möglich wie eine bis zum Ende besuchte Vorlesung. Wo ist denn jetzt diese scheiß Maske? Sie sieht gut aus, alles toll. Ungeschminkt ist sie eine süße Maus. Sie braucht so eine Maske nicht und eine Sonnenbrille und hast du nicht gesehen. Ich hätte mich sogar noch ein bisschen weiter vorne gesehen, nämlich auf die 1. Geiler Typ. Morning Sun. Was machst du da? Meine Haare weggeben. War interessant. Wem würdest du wählen, wenn du ich wärst? Auf jeden Fall einer, der nichts beiträgt. Keno ist auch ein cooler Typ, aber die Banane ist er da. Aber es ist auf jeden Fall eine bodenlose Gruppe, ne? Wir müssen den Max hier raus. Wen? Max. Wer ist nochmal Max? Hier Kevin ab. Der ist für die Show gut, weißt du? Ja. Aber so, kannst du trotzdem knicken. Und Chefstratege Maurice will jetzt dem Kevin auch so ein Floh ins Ohr setzen. Auch um sich so ein bisschen mit ihm gut zu stellen. Vor allem hofft er aber natürlich, dass Kevin ihn demnächst vielleicht einfach auch mal vom Kinderturn abholt, weil Ricarda das ja leider nicht mehr macht seit der Trennung. Heute Abend schlägt die erste Stunde der Wahrheit. Die beiden Neuankömmlinge, Kevin und Cecilia, richten. Ich kette mich hier fest. Ich habe meine Handschellen dabei. Und den Schlüssel, den verschlucke ich. Ich wünsche mir von dir, Maurice, dass du vor allen Dingen zeigst, dass wir beide Menschen sind. Weißt du? Wie? Naja, dass du Menschen bist. Ich bin Maschine, dass du menschlich bist. Ja. Herzlich willkommen zu einem ersten Safety-Spiel. Müll O-Tonne, ne? Spieler 1 muss den auswendig gelernten O-Ton vorsagen. Spieler 2 muss ihn dann fehlerfrei ins Mikro sprechen. Pech für Kevin. Seine Handschellen wurden nämlich von Kelvin schon in der ersten Nacht in der Sala geklaut. Und der Legende besagt,
Sie warten jetzt irgendwo auf der Herrentoilette versteckt auf ihren ersten Einsatz. Leider werdet ihr dabei von einem nervigen KDRS-Mitarbeiter gestört. Ich bringe keine Männer aus der Fassung, dann müssen sie schon richtig heiß sein. Eigentlich lese ich momentan die Schriften von Nietzsche. Keine Ahnung, wer Nietzsche ist. Warum dauert das so lange? Warte doch, sei leise, du da vorne! Was soll in deiner Bauchbinde stehen? Was Bauchbinde? Was soll unter deinem Namen da stehen? Oh, da unten? Ja, genau, da unten. Was, bitch? Eigentlich lese ich die Schrift von der Nietzsche. Von der wen? Von der Nietzsche. Ah, Nietzsche. Eine Nietzsche, keine Ahnung. Eine Nietzsche. Keine Ahnung. Lenk mich doch nicht ab, Alter. Weißt du, wer Nietzsche ist? Nein. Das ist ein Schriftsteller, sowas wie Goethe. Vollkommen egal, was alle aufsagen müssen, Valencia ist jetzt schon die Gewinnerin bei diesem Spiel hier. Bei der Hitze mit dem ganzen Plastik da draußen zu stehen, das ist mutig. Deswegen hat sie auch die Maske mit dabei, ne? Also nicht, um sich irgendwie zu verstecken, sondern um am Ende des Tages in ihrem Gesicht alles ja zumindest wieder einigermaßen an seinen Platz zu rücken. Ein Spiel, in dem man Dinge richtig verstehen und seinem Partner korrekt wiedergeben muss, mit Elsa. Ja, dann ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Valencia. Da kommt sie zwar ohne Punkt, aber dafür mit einem Hörschaden aus der Nummer raus. Übrigens mache ich Werbung für Hämorrhoidencreme. Welcher Song beschreibt dich als Reality-Star? Hero. Ah, ja, okay. Ich bin. Ich habe es verinnerlicht. Eine Sekunde später hat es komplett vergessen. Ich bin das Ziehkind von Claudia Obert. Und Authentizität ist meine Stärke. Wie hoch ist dein IQ? 32. Oh, Respekt. In irgendeinem Land ist das auch bestimmt viel. 32. Nee, Schatz. So eine Konjunktion umbaut. Was ist eine Konjunktion? Naja, eine Konjunktion und aber und so weiter. Ach so, ja klar, logisch. Ja, liebe Theresia, woher bitte soll denn der Maurice wissen, was eine Konjunktion ist? Ja, sind Bindewörter, aber da hat er in der Schule früh immer schon gekichert und gesagt, dass das nur was für Weiber ist und sich Löwenkrieger damit natürlich nicht befassen. Erstmal ein Riesenlob an die Redaktion, dass sie Hero von Enrique Iglesias gewählt haben. Mega. Null richtige Aussagen. Elsa und das ist Valencia. Kein Ernst. Applaus. Wir haben 7 Stück gemacht. Ich glaube auch nicht, dass dieses Spielergebnis stimmt. Wurde das von einem Notar überprüft? Auch dieses Team hat 0 Maurice und Theresia. Wenn wir jetzt mal vom König der Löwen ausgehen, ist Maurice genauso gescheitert wie der Vater von Simba. Die Gewinner dieses Spieles sind Ben und Kaba. Nein, wir sind nicht dummer, aber die anderen sind halt in der Hinsicht halt dümmer gewesen als wir. Wenn meine Freunde wandern und ich auf dem Weg zum Berglokal in der Gondel an ihnen vorbeifahre. Das Spiel könnt ihr euch in voller Länge natürlich bei RTL Plus angucken. Link zur ganzen Folge ist in der Beschreibung. Ich sag's mal so, die Performance der Promis war wirklich dürftig. Das waren hier die Highlights. Aber bei diesem Cast hier muss man eigentlich ja schon anerkennen, dass sie offensichtlich alle lesen können. Das ist Kampf der Reality Star. Ich will wählen nach Show. Wer will als erstes rausfliegen? Das ist ekelhaft. Weißt du, was ich meine? Ich mach nach Bezug. Nein, und ich sehe auch keinen Grund, rauszufliegen, nur weil ich halt mit Cecilia gestritten habe. Das war nicht mal ein richtiger Streit, das war eine Diskussion. Mein Herz unter dem ganzen Silikonimplantat pocht ganz normal. Die können einfach entscheiden, wer heute geht. Und das finde ich so krass. Ja, wie lange dauert das jetzt hier noch? Ach, guck mal, der Katibot 3000 hat die Zeit zwischen der vergangenen und der aktuellen Staffel wieder perfekt genutzt. Sie hat diverse Moderationsjobs besucht und ihr Portfolio enorm erweitert. Neben Lächeln und Nicht-Lächeln kann sie jetzt sogar noch ernst gucken. Das Ding ist natürlich klar, niemand will als Erster gehen. Und wenn wir einfach mal ganz ehrlich sind, die einzig wirklich wahre Entscheidung, wer heute, zumindest mal aus Entertainment-Sicht, aus der Show fliegen sollte. Kati. Bei uns ist die Sendezeit leider nicht all-inclusive. Maurice, meinst du, du bist ein Einschaltimpuls? Ich finde, dass ich schon ein cooler Typ bin. Kevin, wer nervt dich hier in der Sala am meisten? Valencia natürlich. Bitte? Bitte, ich bin jetzt gerade dran. Wenn ich jetzt wirklich vom Störfaktor her gehen würde, würde ich sie benennen. Hast du sie noch alle? Achso, finde ich auch wichtig, ne? Während der Diskussion zwischen den Kandidaten bleibt Kathi Hummels natürlich nicht untätig. Derzeit versucht sie natürlich, die Fragen fehlerfrei aufzusagen, die ihr die Redakteurin vom Rand zuruft. Ja, für Kevin ist die Sache natürlich klar.
Es kann nur eine Person mit Desiree Nick Attitude hier geben. Und da Valencia sie jetzt halt auch noch optisch imitiert, geht es natürlich zu weit. Die Wahrheit. Ja, müssen wir immer die Wahrheit sagen? In deinem Repertoire ist es ja nicht so. Reicht doch jetzt. Meine Fresse. Maurice, nur weil du jetzt gerade keine Zeit genau, bekommen. Sag du mir doch nicht, wann es reicht. Eure scheiß inszenierte Scheiße, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. Es geht gerade um uns und nicht um dich. Maurice, misch dich einfach nicht ein. Ich hab gedacht, Maurice ist die Sendezeitpolizei. Er sagt, wann es genug ist. Genau. Tatütata, so, Maurice ist da. Meine Fresse. Cecilia und Kelvin? Ja. Kommt bitte zu mir nach vorne. Ich liebe diese Ebene im Trash-TV, dass die sich gegenseitig so ihre Taktiken immer offenlegen und den schön in die Parade fahren. Da wollen Kelvin und Valencia einfach den Streit schön vor der Kamera ausschlachten. Und dann kommt auf einmal Maurice und will auch was von der Sendezeit abgreifen. Alle wollen sie ja einfach beweisen, dass sie es wert sind, ja für weitere Sendungen gebucht zu werden. Solche Konkurrenzgefühle bekommt Maurice eigentlich immer nur im Pavian-Gehege. Soll ich einfach einen Anstieg? Was tun wir? Mach mal einen Anstieg. Ja, also ich sag, ich fange jetzt mal an. Wer unterhält uns? Deswegen tut's mir leid, Noah. Scheiße, Leute. Ist es wirklich scheiße? Also, ne? Ja. Noah, es war leider ein kurzer Ausflug hier. Ey, natürlich trifft an sowas. Und das kann einem schon auch leid tun. Das Ding ist halt, die Rolle des sehr schlecht Dummspielenden mit zu wenig Gebildetheit ist halt im Reality-TV einfach schon wirklich perfekt durch Sam Dylan besetzt. Ich halte noch auf einer Rechnung mit Maurice. War nett mit dir, Maurice. Ja. Exitus, also. Andauer, wer ist Bundeskasse Andauer eigentlich? Geht's auf den Sack, Digga. Was geht dir auf den Sack? Du hast mich gerade an meiner Meinung gefragt, was mich stört. Nein. Moment, jetzt mal Ruhe. Kelvin und Maurice gehen sich an die Gurgel. Spoiler. Es geht darum, wie oft ihre Mütter ihre Zimmer in der Woche aufräumen sollen. Deswegen, ihr müsst, also es geht wirklich nicht anders, ein Abo dalassen und natürlich die Glocke aktivieren. Road to 180.000 Abonnenten, das schaffen wir doch zusammen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es teilt, wäre perfekt. Wer hat euch heute am besten gefallen in diesem grandiosen Auftakt? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Wenn die Folge 2 da ist, dann verlinke ich sie euch hier. Und Leute, prominent getrennt mit Nico Legert, das ist wirklich unglaublich. Der Typ schießt hier wirklich den Vogel komplett ab. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich hier.